eiliger Passant könnte schnell diese besondere Kinowerbung übersehen. Alles handgemalte Unikate vom letzten Filmplakatmaler Münchens. Ein Stück Hollywood am Rande der bayerischen Landeshauptstadt. In einer alten Scheune malt René Birkner die großformatige Kinowerbung. Ein Zufall führte den ehemaligen Kunststudenten 1987 in das Atelier eines renommierten Münchner Filmplakatkünstlers und zu seinem heutigen Beruf. Und dann sah ich die großen Flächen und auch die Malweise, die war mir gleich in den ersten 5 Minuten auch klar, wie die das aufgebaut haben, weil da gerade jemand zugange war an den Bildern. Und dann fand ich das ganz toll und da dachte ich mir, Mensch, das kann ich doch eigentlich auch, das würde ich gerne machen. Birkners Arbeiten sind nur noch an einer Handvoll Kinos in München zu finden. Dazu gehört das Filmtheater am Sendlinger Tor. Seit 40 Jahren wird das 1913 gegründete Traditionskino von Fritz Pressmar geleitet. Gedruckte Plakate kommen für ihn nicht in Frage. Der Zauber ist halt, dass sie individuell gestaltet sind. Und das ist für uns so als Kino sehr wichtig, weil früher, vor 15 Jahren, da konnten wir ja noch zum Beispiel eigene Zeitungsanzeigen machen. Ja, die waren, das war als Kino, als Marke vertreten. Das wird ja heute alles zentral gesteuert vom Verleih, ganz Deutschland, dasselbe Motiv. Und das ist so eigentlich das letzte Refugium, wo ein Kino sich sozusagen selber noch ein bisschen personalisieren kann. Jeden Montag bekommt Birkner neue Aufträge. Zum Beispiel das Plakat zum neuen Harry Potter-Film. Um die 1000 Euro kostet ein Werk. 3 Tage später müssen die meterhohen Arbeiten an den Fassaden der Kinos hängen. Für die neuen Bilder werden alte Leinwände einfach übermalt. Da bleibt wenig Zeit für Feinheiten. Bei großen Bildern kann man mit sehr breiten Pinseln sehr schnell die Zusammenhänge halt durchzeichnen und malen. Da werden wir jetzt zum Beispiel nicht jede Falte reinzeichnen, sondern mehr oder weniger die groben plastischen Formen. Und es wird ausreichen, 9 Meter weiter unten sieht das kein Mensch, also zählt auch keiner die Falten durch. Zu einer genaueren Betrachtung lädt jetzt eine Münchner Bank ein und stellt Birkners Lieblingsplakate aus. Birkner selbst liebt großzügige, pulsierende Farbflächen und eindringliche Porträts. Die Ausstellung ehrt ein fast vergessenes Handwerk. Es lebt mehr. Wenn man diese Farben und diese Schattierungen sieht, es ist nicht 1:1 wie das normale Filmplakat. Also ich würde das durchaus in die Richtung Kunst eben auch eingruppieren. Während Harry Potter ganz ohne Magie trocknet, malt René Birkner weiter am amerikanischen Oscar-Preisträger Tom Hanks. Die Vorlagen haben sich in den letzten 20 Jahren sehr verändert. Es wird kaum mehr noch grafisch aufgearbeitet, es werden auch keine Stile ausprobiert und so weiter. Hat sich sehr gewandelt. Und ist für den Grafiker, für den Maler natürlich nicht mehr so interessant. Es ist eigentlich relativ gleichförmig. Handgemalte Filmwerbungen sind echte Emotionen. Wer mit offenen Augen durch München geht, kann Glück haben und einen echten Birkner sehen.